Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Detroit Become Human. Es geht weiter mit dem nächsten Kapitel. Let's go. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Scheiße. Alles wird gut. Wir sind fast da. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir oh uns lieber. Je. Jetzt wird es wirklich hardcore. Wir müssen einen Bus kriegen. Oh, und Connor folgt jetzt auch die Hinweise. Kunde Jericho. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig.
Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Oh, oh. Die Wege aller drei kreuzen sich jetzt so. Was stand da jetzt, weiß ich lesen? Wir müssen etwas tun. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Sie töten uns alle, wenn wir nichts tun. Du Scheiße. Das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewalttätig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines Dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Eieieiei. Wir müssen die Schweine umbringen. Wir müssen die Toten finden. Es ist an der Zeit, unsere Maschine zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Ja, wichtig für Marcus, so das zu hören. Ja, sie ist auch ein Android. Es ist nur ein anderes Modell. Es ist quasi nicht unsere Alice. Aber jetzt hier erinnert sie sich nochmal. Ist das, was ich meinte in der Folge? JK500. Kinder-Android. Du wusstest es von Anfang an. Ja. Du wolltest es nur nicht sehen.
Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kaya? Ja. Für immer. Das ändert gar nichts. Ganz ehrlich. Ist halt eine von denen. Aus unserer Perspektive eine von uns. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Was? Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Mit Menschen kann man nicht reden. Sie sind brutal, voller Hass. Das wollte ich gar nicht drücken. Ich hab mich verdrückt. Still sein und gehorchen? Sie können die Dinge nicht aufhalten. Ich hab mich verdrückt. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Du Scheiße.
Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Mehr Menschlichkeit geht dann wohl nicht, ja? Mehr geht nicht. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Digga, was für eine Last auf seine Schultern aber auch liegen dort, na? Geisteskrank. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Halte Marcus auf. Oh shit, ja. Es wird alles ich richtig soll ernst lebendig jetzt. Abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Oh mein Gott. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Abweichler werden oder Maschine bleiben. Wir werden ein Abweichler. Ich bin ein Abweichler. Im Hinter haben wir hintergangen.
Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Scheiße. Hier lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Kacke, Alter. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Gott.
Oh mein Gott. Ja, mir geht's gut. Wir können nicht hier bleiben. Da wird noch mehr. Folgt mir. Schnell, hier lang! Such noch, ich komme nach. Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Runter! Beweg dich nicht. Bitte tötet mich nicht! Du Scheiße! Na los, wir verschwinden von hier. Das war knapp. Schnell, wir müssen weg. Alle tot. Alter, warum leckt das gerade so? Das ist nicht gut. Leck. Oh.
Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Alle sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Von wem hat der die Stimme? Das ist irgendein Synchronsprecher von irgendeinem anderen Charakter. Das kommt auch so bekannt vor. Wer war das? War das aus Resident Evil, glaube ich, irgendeiner? Marcus ist mit seinen Leuten geflohen. Das war wild, Alter. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge. Detroit Become Human. Es wird langsam extrem spannend. Und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Euer Holdgamer YouTube. Ciao.